So, liebe Freunde, da bin ich mal wieder mit einem technischen Video. Licht kann man ja bekanntlich nicht genug haben. Und da an meinem Motorrad das Licht, die Lichtausbeute doch sehr beschränkt ist, habe ich mich dann mal entschlossen und habe mir ein richtiges Licht besorgt. Der Scheinwerfer besteht aus einem 7 Zoll Gehäuse und kann somit in den meisten vorhandenen Scheinwerfern eingebaut werden. Er soll laut Beschreibung ca. 300% mehr Lichtausbeute haben als die ganz normale Birne. Ja, und da ist er nun, unser Scheinwerfer. Und wir gehen dann mal und gucken, was sich alles in dem Karton befindet. Als erstes fällt gleich auf, das Ganze ist sehr gut verpackt. Und da liegt er schon vor uns, unser neuer Scheinwerfer. Nochmal mit einer Schutzfolie. Und da ist das gute Stück. Versehen ist das Ganze mit einem Abblendlicht und Fernlicht. Aber wie ich erfahren habe, fehlt komplett das Standlicht. Also ein Standlicht müsste anschließend angebaut werden, damit das Ganze dann auch straßentauglich ist und zugelassen für den Straßenverkehr. Das Ganze ist im Gehäuse gut verpackt. Die Maße seht ihr anschließend in dem Video. Und dann werde ich auch mal ein Foto dazu stellen, wie das Ganze denn aussieht, wenn die Beleuchtung angeschaltet ist. Einmal mit dem Fernlicht und einmal mit dem Abblendlicht. Von der Tiefe dürfte es eigentlich kein Problem machen, das Ganze einzubauen. Aber ich weiß schon von Freunden, bei mir passt es auf alle Fälle. Also wie gesagt, in fast allen 7 Zoll Gehäusen müsste das Ganze reinpassen. So, jetzt gucken wir uns mal die Anschlüsse an. Wie das Ganze angeschlossen wird, wird dann ja wahrscheinlich in der Bedienungsanleitung stehen. Aber das Ganze soll Plug and Play sein, also einfach den alten rausziehen und den neuen Stecker einstecken. Ich lege den mal beiseite. Und dann gucken wir mal, was sich da noch im Karton befindet. Nochmal ein Adapterkabel. Was haben wir hier? Achso, einmal Werbung für die verschiedenen LED-Beleuchtungen, die man sich noch so kaufen kann. Und dann dürfte das eigentlich die Bedienungsanleitung sein, beziehungsweise der Anschlussplan.